herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und schau mal, Epic, wir machen heute ein cooles Bau-Battle. Nämlich werden wir einen Bro-High bauen und einen Noob-High. Und warte mal, was möchtest du denn lieber bauen? Ich will den Bro-High bauen. Oh, okay, warte mal, da muss ich den Noob-High bauen, aber... Oh nein, der sieht dann bestimmt so richtig doof aus. Oh, das wird richtig süß. Und das ist hier meine Seite und das ist deine Seite. Und am Ende gucken wir uns beide Haie an. Oh ja, das wird so nice. Cool. Und Katja? Ja? Ich habe schon eine richtig, richtig doll nice Idee, wie ich mein Hai bauen werde. Mein Bro-Hai wird richtig, richtig doll cool aussehen. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall gehe ich hier mal auf meine Seite und warte mal. Du baust ihn aber auch schon in Wasser, oder? Das verrate ich dir nicht, Katja. Na gut, okay, warte mal. Dann würde ich sagen, wir fangen an. Und ich mach's auf jeden Fall in Wasser, deswegen... Aber dann sieht man ihn ja eigentlich gar nicht richtig. Oh, das muss ich mir nochmal überdenken. Okay, egal, nein. Ich mach den in Wasser, und dass er so zu 90% rausschaut oder so. Also, vor allem, der Hai wird bestimmt richtig doll riesig auch. Und, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, warte mal, wie tief mache ich denn das Wasser? Warum lachst denn du schon? Oh nein. Katja, ich glaube, ich habe hier gar keinen Platz insgesamt für meine Hai. Das ist ja viel zu groß. Ja, meine auch. Oh, oh Moment mal, wie soll ich das denn hier bauen insgesamt? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Oh nein. Muss ich hier jetzt alle Blöcke erstmal wegmachen und dann kommt da Wasser hin. Und dann weiß ich immer noch nicht so ganz, was ich machen muss. Okay, Leute, ich habe jetzt hier mein Wasser und es ist ganz schön tief. Hier habe ich überall Sand hingemacht und jetzt geht's halt, naja, an den Hai. Und ich suche mir mal ein paar Töne aus. Also eigentlich ist ja ein Hai grau, also nehme ich wahrscheinlich ein helles Grau und ein dunkles Grau. Und meiner ist ja ein Noob. Also habe ich einfach einen klaren Vorteil, weil egal wie meiner aussieht, er wird süß aussehen. Dann habe ich hier Wolle und nehme vielleicht noch was Schwarzes für seine Äuglein. Und ansonsten vielleicht noch ein mittleres Grau. Vielleicht kann man so ein paar Akzente setzen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir hier noch so ein anderes Grau haben. Na gut, egal. Da würde ich sagen, ich fange an. Und oh nein, wie groß wird denn dein Hai? Naja, der wird eher ein bisschen groß, aber ich bin mir echt noch nicht ganz sicher, wie er aussehen soll, weil das ist ich wirklich richtig auch schwierig. Nicht. Oh nein. Okay. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen, den Mund gemacht und, die Schnauze war gerade. Das ist echt sehr schwierig. Der ist viel zu groß. Also nicht wirklich groß bis jetzt, aber ja, halt für die Wasserfläche, ne? Also bei mir ist es, okay, warte mal, macht das überhaupt so Sinn? Dann ist hier das Auge, da kommt hier nochmal was hin. Da kommt hier auch nochmal was hin, so und so. Oh, oh, okay, Katja, ich bin hier gerade an der Schnauze dran und das ist wirklich richtig doll schwierig. Okay, da baue ich das mal. Das ist super schwierig. Vor allem, du machst ja noch die ganzen Zähnchen hin. Bei mir kommen keine Zähnchen hin, glaube ich. Also ich glaube, das würde ich einfach nicht schaffen, so. Bei mir ist aber auch relativ knapp mit den Zähnchen. Ich habe auch wenig Platz hier. Oh nein, okay. Zack, und zack. Okay, dann würde ich sagen, hier kommt die Rückenflosse auf jeden Fall hin. Und ich habe noch nicht mal eine Mitte hier. Oh nein. Oh, oh. Okay, dann mache ich die so eins. Dann geht es hier noch ein bisschen höher. Das sieht aus wie ein kleiner Fisch. Das ist viel zu klein. Oh, oh Gott. Okay, warte mal. Ich muss den ein bisschen größer machen. Oh, nee. Okay, ich mache ihn jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen größer. Also die Äuglein kommen dann doch nicht hier hin, sondern ein bisschen weiter nach vorne. Und ich bin mir ja wirklich unsicher, ob das so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich weiß ja nicht so. Ich bin so gespannt, wie der Noob-Hai aussehen wird. Ach, ja, Mann. Er wird echt noobig aussehen. Oh Gott. Sieht er denn bis jetzt gut aus, so insgesamt? Ja, ich habe bis jetzt zwar nur die Schnauze gebaut, aber es sieht schon ganz gut aus insgesamt. Oh nein. Meiner sieht irgendwie süß aus. Meiner sieht aus wie ein kleiner Wal. Ach, Mann. Okay, warte mal. Dann mache ich das hier auf jeden Fall so und so hin. Und Katja? Ja? Hast du Wasser gebaut, wo der Hai drin schwimmt? Ja, habe ich. Das ist eine sehr gute Idee. Okay, warte mal so und so. Das sieht so seltsam aus. Ach, Mann. Okay, warte mal. Jetzt muss ich das auf der einen Seite genauso machen. Ich hoffe, das ist hier richtig. 1, 2, 3. Dann kommt es hier hin. Und ich hoffe wirklich, dass es am Ende so aussieht, wie ich es mir vorstelle. Bis jetzt sieht es aus wie so ein Vogel, der irgendwie schwimmt.
Ei, und es sieht aus wie ein Wal, auf jeden Fall. Ach, Mann, so und so und so. Okay, Katja, ich habe jetzt auf jeden Fall die Rückenflosse oben drauf gebaut. Das sieht schon mal ganz schön aus. Vielleicht ist sie noch ein bisschen zu klein, ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, meine Rückenflosse kommt auch noch. Moment mal, so und so. Da muss ich jetzt auf jeden Fall den Körper bauen. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier auch Zähne reinbauen kann, weil das alles insgesamt ein bisschen sehr eng. Ja, bei mir ist es aber genauso. Also, oh je, okay, Rückenflosse kommt jetzt. Also, okay. Eigentlich hat er ja zwei, glaube ich. Ja. Zack, zack, zack. Ich mache das, glaube ich, wie hier. So. Hä, sieht gar nicht so schlecht aus insgesamt. Aber es kommen halt... Oh, nee. Es kommen halt zwei Flossen noch drauf. Sieht so schlimm aus. Moment mal. Oh Gott, ich bin mir echt nicht ganz sicher, wie ich hier mein Bro-High bauen soll. Ja, das geht mir genauso. Vor allem... Oh. So, ich mache hier noch weiter. Oh Gott, ich erwarte sehr Gutes. Ach Mann, das sieht so lustig aus. Okay, warte mal. Dann kommt hier auf jeden Fall die hintere Schwanzflosse dran. Kommt vielleicht hier so hin und hier so auch hin und zack. Okay, dann kommt die hier weiter. Das ist richtig doll schwierig insgesamt. Ja, da hast du recht. So, dann kommt die Flosse noch ein bisschen weiter nach vorne. Das sieht seltsam aus irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht kann ich irgendwas mit Carpenterblöcken irgendwie machen. So, dann nehmen wir uns das hier mal. Vielleicht sieht es dann besser aus, ich bin mir nicht ganz sicher. So und so und so. Ja, vielleicht. Machen wir das auch nochmal hier hin. Und zack und zack und zack. Ja, ey, das sieht richtig gut aus. Ich muss auch noch irgendwie Details hinmachen, weil der Hai kann ja nicht nur einfach so hier sein. Oh, oh, okay. Oh nein, wie sieht das denn hier aus? Oh Gott. Ich bin so gespannt. Aber dein Hai ist auch grau, oder? Ja. Okay, gut. So, grau. Mache ich das hier nochmal kurz weg? Moment mal. Ich weiß nicht, wie ich hinten die Schwanzflosse bauen soll insgesamt. Ja, kann ich verstehen. Schwanzflosse? Schwanzflosse? Mhm. Bei mir hat er keine Schwanzflosse. Oh, ich habe gar keinen Platz für eine Schwanzflosse, abgesehen davon. Nein. Katja? Ja? Mein Haifisch sieht richtig, richtig doll seltsam aus. Mein Haifisch sieht auch so komisch aus. Wie ich das hier bauen soll? Oh nein. Und vor allen Dingen, ich brauche noch die Flossen an der Seite. Oh, oh. Oh, die habe ich schon. Aber ich würde die gerne irgendwie spitzer machen. Aber irgendwie... Oh, ich habe es geschafft. Wow, nice. Und zack, und zack. Okay, da baue ich jetzt auf jeden Fall den Körper von meinem Haifisch. Und ich muss auch unbedingt noch das Wasser bauen. Stimmt, okay. So und so. Vielleicht muss da noch hier was dran. So. Hallo? Ja. Kommt er dann weg? Nee. Oh, meine Flossen gefallen mir richtig doll gut, glaube ich. Nice. Oh Gott, warte mal. Wie groß hast du das bei dir gemacht? Ich habe das riesig gebaut. Oh nein, meiner ist dagegen ja richtig doll klein dann. Ach Mann, ich bin richtig doll gespannt. Moment mal. Jetzt mache ich hier auf jeden Fall noch den Körper von außen ein bisschen. Und mein Haifisch hat sogar zwei verschiedene Farben. Oh, meiner hat auch zwei verschiedene Farben. Einen hellen Grauton und einen dunkleren Grauton. Oh, das ist sehr cool. Okay, dann hat er noch so ein kleines Muster hier drin. Das kommt so hin. Da kommt ja auch ein kleines Muster hin. Moment zack, zack, mal. Zack. So, so, kleines Muster. Oh, nice. Sehr schön. Oh, mir gefällt mein Hai bis jetzt echt ganz gut eigentlich. Also er ist schon riesengroß und er sieht jetzt nicht besonders gefährlich aus, muss man dazu sagen. Aber er ist eigentlich ganz hübsch. Jetzt kommen da noch irgendwie Kiemen vielleicht hin. Wo könnte ich denn die hinmachen vielleicht? So. Und wie so. Meine Haifisch aussieht. Oh nein. Ich bin so gespannt. Vor allem deiner ist Pro. Ich weiß nicht ganz, wonach wir das irgendwie unterscheiden, aber ich hoffe, das ist irgendwie machbar. Oh oh. Oh nein, Katja, mein Haifisch sieht so ganz gut aus insgesamt. Also meine sieht auch sehr interessant aus. So und so und so und zack. Gibt's nicht doch vielleicht ein anderes Grau? Wie mein Haifisch aussieht. Vielleicht kann ich irgendwas aus Glas machen. Vielleicht kann ich innen drin etwas Rotes machen. Ich habe, glaube ich, eine sehr, sehr gute Idee.
Oh, sehr gut. Und Moment mal, Kater, mein Hai ist fertig. Und ich baue jetzt noch ein bisschen Wasser drumherum. Oh, und mein Hai wird wirklich richtig doll schön aussehen tatsächlich. Also hoffe ich zumindest. Oh nein, okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin jetzt auch eigentlich gleich fertig. Also das Wasser sieht noch ein bisschen aufgepeppt aus. Und mir gefällt es eigentlich ganz gut. Und der Hai ist auch ganz süß. Und ich bin sehr gespannt, wie du es gebaut hast. Also du kannst mir gerne sagen, wenn du fertig bist. Oh, sehr gut. Und Moment mal, Kater, ich bin fertig mit meinem Bro-Hai. Oh, nice. So cool. Und Moment mal, Kater, ich komme jetzt zu dir rüber und schau mir dein Noob-Hai an. Ja. Ich bin so gespannt. Falsche Seite. Falsche Seite? Ja. Katja! Doch, wir haben auf der anderen Seite gestartet. Upsies. Epic. Okay, Moment mal. Ach, kann ich Mann. Mich umdrehen? Du kannst dich umdrehen. Und? Tada! Moment mal. Oh, der sieht ja süß aus. Das sieht richtig so lustig aus. Und Katja, weißt du was? Was denn? Das sieht aus wie so ein Kreuzfahrtschiff hier oben. Ja, stimmt. Ein bisschen. Ach Mann. Dein Noob-Hai sieht wirklich so doll süß aus. Vor allem auch Aber mit dem Meer hier unten. Hey, ich sehe das ganz genau, du Quatschmacher. So, jetzt ist alles richtig. Sehr cool. Und hier auch mit den Kiemen an der Seite. Und die Augen sehen auch so schön aus. Das ist richtig doll cool. Dankeschön. Und schau mal, hier unten habe ich ganz viel, naja, so Meereszeugs. Also ein paar Seesterne, ein paar Schwämme. Und ich finde, das sieht richtig doll cute aus. Oh, das stimmt. So cool. Aber ich muss sagen, der Noob-Hai sieht fast aus wie so ein kleiner Wal. Ja, ich weiß, aber es ist auch ein Noob-Hai. Sehr cool. Okay, Katja, du kannst mit zu meiner Seite kommen. Ja. Und dann zeige ich dir meinen Bro-Hai und... Gottes. Ich bin so gespannt. Yay. Oh nein. Oh Mann. Okay. Bin ich richtig? Ja, du kannst dich umdrehen. Und... Moment mal, was hast du denn hier gebaut? Wo sind denn die Zähnchen? Das sieht ein bisschen aus wie so ein langer Schwertfischhai oder sowas. Das sieht aus wie so ein Flugzeug schon fast. Ja, stimmt. Ich würde jetzt hier Wasser hinmachen müssen, Epic. Ich glaube, dann sähe das so ein bisschen realistischer aus. Das sieht echt aus wie ein Flugzeug, merke ich gerade. Oh nein, ach Mann, und Moment mal. Ich glaube, die Flossen sind sogar falsch rum. Ich bin mir nicht ganz sicher. Stimmt. Oh nein. Warte mal. Du hast recht. Aber dein Hai sieht ansonsten richtig toll lustig aus. Auch mit den Äuglein und allem. Das gefällt mir richtig toll gut. Oh, danke schön. Es war aber wirklich richtig toll schwierig, einen Hai zu bauen. Ach, das stimmt. Aber ich muss sagen, Katja, ich finde dein, Hai viel, viel, viel schöner. Ach Quatsch. Guck mal deine Flosse dir an. Ich meine, mein Hai, der hat nicht mal eine Flosse. Ach Mann. Und Moment mal. Hier könnt ihr beide Haife noch mal sehen. Also Elfix Bro Hai und mein Noob Hai. Und ihr könnt gerne noch mal in die Kommentare schreiben, welchen Hai ihr schöner findet. Und ich muss sagen, mir gefallen ja beide Haie echt gut. Ich meine, die sehen so lustig aus, beide. Oh, das stimmt. Die gefallen mir auch wirklich richtig, richtig toll gut. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.